weiter geht's mit Kingdom Hearts. So, das letzte Mal waren wir in Hollow Bastion. Wir haben Rico besiegt. Mal sehen, ich muss jetzt, glaube ich, Sid ansprechen. Und sein Gummi holen. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon in allen, hier sag mal schnell, in allen alten Welten gucken sollte oder erst später, weil ich habe, glaube ich, noch nicht alle Trio-Fähigkeiten. Ich glaube, vielleicht höchstens die ersten drei Welten lohnen sich dann. Kommt schon Gegner, sind sowieso Gegner. Wir können hier jetzt nämlich auch prima trainieren, weil die Gegner hier ja auch stärker geworden sind. Mistvieh, ich heile mich und der haut mich direkt wieder. So, auch machbar sein, die einfach mal zu besiegen, ohne dass sie sich teleportieren müssen, Alter. Oh, war schon geheilt. Leck mich doch, ihr Mistviecher, Alter. Verdammt! Ich glaube, ich brauche nicht mehr viele Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level. Ich hasse die Viecher. Unbesiegbarkeitsmodus, ey. Sollte man sich schnell wegräumen, wenn die Mistviecher hier Magie ausführen. Ich brauche dringend das neue Schwert im Westen von Herkules. Wäre schon mal sehr praktisch, glaube ich.
hier kriegen wir nicht das Gummi her. Weiteres, außer eine Katze natürlich. Ach ja, ich hasse die englische Synchro. That's right. We were together. You know what's funny? I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Riku's lost his... When I turned into a Heartless, you saved me, remember? Diese unglaublich emotionalen Gesichtsbewegungen. I was lost in the darkness. I couldn't find my way. Schade, das Spiel ist so emotional und die Charaktere bzw. das Gesicht kannst du nicht 100% wiedergeben. The darkness almost swallowed me. Und dabei ist es eins meiner Lieblingsspiele. I heard a voice. Your voice. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. Und man denkt, dass das eins mit der besten besten Spiele war auf der PS2. And the light PS2. From our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines und within. Final Fantasy X ist in einer ähnlichen Grafik. I guess it's more than just könnt a fairy tale. Vorstellen? Well, let's go. You can't go. Why not? Because it's way too dangerous. Come on, Sora. We made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore. Right? I can't help? You'd kind of be in my way. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Promise. Wie ist Kairi eigentlich dahin gekommen, ohne von den Herzlosen überwältigt zu werden? Wherever you go, I'm always with you. Wie süß. Na, das sollten wir auch direkt mal austesten, ob das was bringt. Ich habe übrigens noch ein Schlüsselschwert. Einen Beschwörungsstein übrig und den sollten wir auch schleunigst wegbringen, weil dafür kriegen wir mehr als nur einen Geist zu beschwören.
was. Ich glaube, das ist sogar besser. Ja, das ist auf jeden Fall vom MP besser und Volltreffer ist besser und Rufen ist auch nochmal besser geworden. Also warum nicht? Genau hier wollte ich auch hin, Merlins Zimmer. Moment. Genau deswegen. Und wir kriegen einen Irgendwas-Stab. Den kann Donald nämlich jetzt ausrüsten, denn er hat einfach mehr Angriffskraft. Und die gleiche Menge MP. Das ist sehr praktisch hier, finde ich. So, jetzt werden wir zum einen hier speichern. Ja. Dann setzen wir uns mal in meinen Gummijet. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir nochmal nach Alice erst. Sieht so aus, als wären auf einmal die Stufen höher, oder? Deswegen sollten wir mal dahin fliegen. Mal gucken, was wir da kriegen. Erstmal in den Kaninchenbau, der ich denke mal, da war noch eine Triotech. Genau, die können wir jetzt erstmal auslösen. Fragt euch jetzt vielleicht, warum ich hier hingehe, obwohl ich nach Hollow Bestien gehen kann. Aus folgendem Grund. Erstmal sind hier noch ein paar Schätze, die man locker holen kann. Des Weiteren ist hier ein Endgegner, der uns eine Menge Erfahrungspunkte einbringen kann. Natürlich können wir auch so nochmal leveln. Mal schön ausweichen hier. Ja, ihr seht, obwohl das die kleinen Mistviecher sind, kriegen wir hier sogar schon 60 LP und Erfahrungspunkte. Oh, das ist gut für unsere Erfahrungspunkte und alles. Außerdem gibt der Gegner, ich glaube, sogar nochmal eine Special Ability, aber ich weiß es nicht mehr genau. Mein Gott, nee, die Gegner hier hören aber auch nicht auf. Also für den Abwehr-Tech-Dingsbums schon 54. Das ist schon krass. Mein Gott. Jetzt wird's aber krass hier. Mann, du Mistvieh. Ihr seht, die Gegner sind hier um einige stärker als vorher. Ja.
dass sie auch sehr gut Menschen zum Trainieren. Mein Gott. Sollte die Jungs wirklich mal ausrüsten. Oh, was für hier. Deswegen heile ich immer Donald, weil der den auch direkt heilen kann. Was offenbar auch nicht immer klappt. Hier. Mein Gott, Drecksviecher. Nein, wir speichern besser. Sicher ist sicher. Ihr seht, die Gegner sind deutlich härter geworden. Und das, obwohl ich auf Level 47 bin, was eigentlich nicht wenig ist. Ah genau, jetzt kann ich ja hier auch hoch. Einige Schatztruhen, die man öffnen kann, die vorher einfach nicht zugänglich waren. Heal!
vielleicht Lumel oder Buki doch schon mal ein paar Sachen sehen. Flächenkombos wären mal geil hier. Sind einfach zu viele. Das Schwert ist echt heftig. Mistvieh. Wie gesagt, mit Schatz drin sein. Wir sind schon über der Zeit. Das heißt, sobald ich hier wieder Ruhe habe, kann ich mal den Part beenden. So, bevor hier noch irgendwas passiert, weiter geht's im nächsten Part.